Hallo, meine liebe, wundervolle, sensible Waage. Mitte bis Ende Juni 2024. Ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es gut und du befindest dich in einem ausgleichenden Modus, meine liebe Waage. Ihr Lieben, wir starten mit Hintergrundgeräuschen heute. Ich bin ganz entzückt, weil gestern hatten wir es nicht, heute hatten wir es oder heute haben wir es. Und ich weiß, dass ganz viele das ganz, ganz toll finden und ich freue mich mal, wenn das kleine Boxermädchen ihren Teil auch dazu beiträgt, denn dann bin ich nicht die Einzige, die arbeitet. Auch die Bäume dürfen gesägt werden, beschnitten werden oder was weiß ich. Und von dem her, meine Lieben, freue ich mich, dass ihr da seid. Und für alle, die neu sind, hey Leute, ich danke euch für euer Abo, für euer Like, für euren Kommentar. Ich freue mich, dass ihr mich dahingehend unterstützt und ja, dass ihr einfach da seid und so seid, wie ihr seid. Und ich freue mich über alle, die mit diesen Legungen was anfangen können, denn es sind ja kollektive Legungen und da kann man ja auch nicht immer mit in Resonanz gehen. Ne? Also fühl da bitte gerne mal rein, inwiefern du dich davon angesprochen fühlst. Sollte es nicht der Fall sein, speichere dir gerne das Video ab und schaust dir zu einem späteren Zeitpunkt an, denn es könnte sein, dass du mit den Energien noch gar nicht resonierst. Das ist das eine. Das andere ist, es könnte sein, wenn es sich schlecht anfühlt, dass es wirklich nicht deine Legung ist, ne? Weil es soll ja sich nicht schlecht anfühlen, sondern du sollst ja schon einen Mehrwert mit aus diesen Energien und dieser Information mitnehmen. Und liebe Waage, ich mische jetzt gerade die Weisheitskarten. Die zweite Botschaft wird dann von den Göttinnen sein. Und die erste Reihe ist die dritte Woche. Die zweite Reihe ist die vierte Woche, für die neu sind, kurz zu erklären. Ich werde hier mit Tarotkarten arbeiten und klären mit Lenormand-Karten. Ich habe auch natürlich das Liebesorakel mit an Bord, weil die Liebe ist nach wie vor sehr präsent und für die, die auf die Liebe schauen, denen möchte ich natürlich auch ein Stück weit Antwort geben können. Und ganz zum Schluss natürlich, wie soll es anders sein, das Taschenhexenorakel für eine leichtere Entscheidungsfindung, damit ihr euren Weg, euren Prozess besser begehen könnt oder ihr euch leichter und besser entscheiden könnt. Ne? Nichtsdestotrotz, hört bitte immer auf euer Gefühl, das ist das A und O und das ist ja das, was letztendlich die Waage auch ausmacht. So, meine Lieben, eine Karte bitte für die dritte Woche. Dankeschön. Und eine Karte hätte ich gerne für die vierte Woche. So. Dann würde ich sagen, starten wir los, ihr Süßen. Die Waage, atmen und im Fluss. Das hatten wir gerade eben bei der Wassermannlegung auch im Fluss. Ja, das könnte hier für euch ganz, ganz wichtig sein, meine Lieben. Atem. Atem kann sein, kann ein Hinweis sein auf Meditation. Im Einklang sein, wir haben die 29 Quersumme 11 und wir haben hier die 43 Quersumme 7. Sie sagen gerade das Veratmen, das Wegatmen von Unehrlichkeiten, aber auch wieder atmen, um in den Einklang zu kommen, um im Fluss zu kommen oder in den Fluss zu kommen oder um im Fluss zu bleiben. Ja, das ist hier, liebe Waage, für dich eine ganz wichtige Botschaft. Es geht hier um deine innere Ordnung, um deine innere Ruhe und deine innere Ausrichtung. So, wir schauen uns jetzt gemeinsam, ihr lieben Schnuggels, schauen wir uns jetzt hier eure Energien an. Um was geht denn das hier? Weil das kann ja alle Themenbereiche betreffen, ne? Also, so ist ja nicht. Ja, um was geht denn das hier? Wir haben hier die Königin der Münzen, das ist die, ich sage immer, das ist die Karte der Kauffrau, der Karrierefrau. Das ist die, die dafür sorgt, die Energie, die weibliche, feminine Energie in einer passiven Art und Weise, die gerade nicht aktiv ist, die eher genießt und schweigt, die aber ganz genau weiß, was kann sie finanziell stemmen, was nicht. Also die Königin der Münzen, diese Energie, die du hier lebst,
Die hat was damit zu tun, dass du auf eine ganz gechillte Art und Weise in der dritten Woche mit dem Pagen der Schwerter, siehst du, da komme ich schon durcheinander, dass ihr was lernen dürft. Ja? Also, wir haben hier den Atem. Der Atem steht für den Ausgleich, der Fluss im Fluss bleiben. Die Königin der Münzen ist die ruhigste, langsamste Energie, die es gibt. Und mit dem Pagen der Schwerter, was deine Energie ist im Übrigen, darfst du hier mehr Ausgewogenheit lernen. Sie sagen, einige von euch haben Unruhen aufgrund von Existenzschwierigkeiten oder aber das Ungleichgewicht. Ich möchte euch jetzt mal eine Story erzählen, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Ich wurde ja gebettet in unfassbar viel, ich sag jetzt mal, Stabilität, Luxus und so weiter und so fort. Ja, und dann, ich bin ja nun Zwillinge von Sternzeichen, bin dann ins Erwachen gekommen mit 10 Jahren und dachte, oh, jetzt lebst du mal das Leben und habe dann viele Dinge wahrgenommen, meine lieben Wagen. Und ich erzähle euch das deswegen, weil es für einige, sie müssen es hören, ja. Und um hier Existenzängste zu überwinden, bedeutet das aber auch, dass man sich dem stellt. Das bedeutet wiederum, dass man in diese Energie reingeht. So, was hat es jetzt mit mir zu tun? Ich habe mich dann irgendwann, nachdem ich auch meine Kauffrau im Bestattungswesen gelernt habe und abgeschlossen habe, erfolgreich, habe ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht im spirituellen Bereich, weil die Spiritualität, die war immer mit im Feld. Die hat sich ja deswegen nicht in die Luft aufgelöst. So, auf der Unterseite haben wir hier im Übrigen, ganz kurz muss ich einfliegen, die 6 der Stäbe. Ja, das heißt, du bist erfolgreich unterwegs. Du wirst auch diesen Prozess erfolgreich leben. Ja, aber die Waage ist sehr sensitiv und oftmals nicht nur für die Schönheit stehend, sondern ich kenne auch den einen oder anderen im Bereich der Waage, je nachdem wie die Kindheit verlaufen ist, die aber doch sehr ängstlich sein könnte. Ne? Sobald was im Ungleichgewicht ist, oh mein Gott, zum Beispiel das Geld reicht nicht, ich brauche das, was mache ich? Und schwupps, haben wir wieder die Schwertenergie und Waage ist blockiert. Was ich dir damit sagen möchte, ist einfach, stelle dich deinen Ängsten, lerne damit auszukommen, damit umzugehen. Beispiel, du hast den Gedanken, du möchtest dich selbstständig machen. Du wirst nie ein sicheres Einkommen haben. Das heißt, du bist finanziell, kann es sein, dass du von der Hand im Mund lebst, kann aber auch sein, dass du nie weißt wirklich, wie viel habe ich diesen Monat, nächsten Monat. Vielleicht hast du zum Anfang, ist es ja auch nicht unüblich, bist du schon froh, wenn du deine Umsätze hast, dann kommt die Krankenkasse, alles dazu. Also das ist zum Beispiel eine mögliche Möglichkeit, die ich hier sehe. Und was du lernen darfst hier in der dritten Woche ist einfach, bleibe im Fluss, das Leben ist vorbestimmt. Durch Meditation, tiefe Atemübungen oder generell verschiedene Atemtechniken, liebe Waage, wirst du hier deinen Weg definitiv finden. Du wirst etwas, was dir nicht mehr gut tut, wirst du hier verlassen, einen Zustand. Also überleg mal, was, liebe Waage, gefällt dir nicht, was tut dir nicht gut, was macht dir Angst oder wo sagst du, nee, das ist nicht mehr meins. Diesen Zustand wirst du mit 8 der Kelche, wirst du verlassen. Du wirst lernen, Abschied zu nehmen. Du wirst lernen, etwas, was dir nicht gut tut, gehen zu lassen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die du hier in der dritten Woche machen wirst, liebe Waage. So, was haben wir hier? Ja, 10 der Kelche. Ja, und du wirst hier ein Stück weit wieder zur Familie finden oder eine Veränderung im Bereich der Familie haben. Etwas, was dich belastet hat, wirst du hier loslassen. Ja? Und wir haben wieder die 6 hier, das heißt diesmal 6 der Schwerter. Du wirst ein Stück weit einige mit der eigenen Familie, andere aber ohne. Ja? Verlassen der Familie oder aber auch eine Situation mit Familie verlassen, um neue Wege zu gehen. Ja? Und das ist ein Prozess, liebe Waage, der dir ein Stück weit Angst machen könnte, wo du ein Risiko eingehst. Aber ich sage es nochmal sehr, sehr, sehr gerne. Ja, es ist etwas, was jetzt sein soll, was an der Zeit ist. Es ist etwas, was jetzt gelebt werden darf. Die Waage macht sich auf den Weg in neue Gefilde. Und dazu ist die Energiekönigin der Münzen da, um dir zu zeigen, die Karte war sehr verdächtig, ja.
was für dich wichtig ist. Und für dich ist gerade wichtig, und das ist das, auf was du schaust, sind die Veränderungen. Ja? Du wirst eine Veränderung leben, die beständig ist, die sicherheitsbasierend ist. Das siehst du aber noch nicht. Ja? Wir haben hier die Wolken, und die Wolken sind eine Situation, die du so noch nicht erkennen kannst. Das ist aber auch nicht wichtig, weil noch ist es nicht an der Zeit. So, dann haben wir den Pagen der Schwerter. Dieser Lerneffekt, diese Lernerfahrung, das, was du hier begreifst und lernst, ist, du wirst lernen, durch Veränderung in den Erfolg zu kommen. Es wird eine erfolgreiche Veränderung sein, die dich hier auf allen Ebenen unterstützen kann. Auf der mentalen Ebene, um wieder in den Fluss zu kommen. Du hast gute Karten. Es sieht hier sehr, sehr gut aus. Es heißt aber nicht, dass du nichts verändern darfst. Es ist trotz alledem so, liebe Waage, dass du einen Zustand verlassen wirst. Und da tauchen wir jetzt mal näher ein. Was wirst du hier verlassen? Es könnte hier sein, dass du ein Arbeitsverhältnis komplett verlassen wirst. Ja, wir haben Verträge. Verträge werden verlassen, Verträge werden gekündigt. Es könnte sogar sein, dass du deine Wohnung aufgibst, dass du dein Hab und Gut aufgibst, dass du hier das Land verlässt. Ich sehe auch das hier. Und wir haben hier aber erstmal in Bezug auf dieses Verlassen auch eine Energie, wo du ein Stück weit, je nachdem, was hier für dich resoniert, du auch nicht gleich direkt darüber reden wirst. Weil diese Entscheidung, und wir haben wieder die 2 hier, 22, 2, Quersumme 4. Es geht hier bei dir, liebe Waage, darum, dass du diese Entscheidung der Vollendung des Erfolges für den Erfolg, dass du dich da wirklich entscheiden für darfst. Also nehme dir auch die Zeit, um diese Entscheidung zu fühlen. Ja? Verlassen wirst du definitiv einen Zustand. Ob es die Arbeit ist, der Vertrag ist, aus dem du dich raus kündigst oder etwas aufgibst, in welcher Form auch immer. Du wirst hier neue Wege gehen. So, jetzt gucken wir uns nochmal das Thema mit der Familie an. Ja, also die Familie. Die Familie und die Familie gedoppelt. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, aber ich denke nicht, dass du der Familie erstmal rein Wein einschenken wirst, sondern du hast hier etwas vor und du wirst erstmal für dich schauen, ja, das neue Ziel, Ausgleich, ist das für dich das, was du wirklich möchtest. Also du wirst es repräsentieren, denke ich ganz klar hier, wenn du dir selber sicher bist, wenn du einen Plan hast. Man nennt das auch vor veränderte Tatsachen stellen. Ich sehe hier ganz, ganz stark, liebe Waage, dass du dein Leben komplett auf den Kopf stellst. Du wirst jetzt in der dritten Woche die ersten Weichen stellen, um die Erfahrungen, die du dir jetzt machst, in die Stabilität bringst. Also du bist schon voll dabei, hier gewisse Entscheidungen zu treffen, um einen Zustand zu verlassen. Das ist heftig, aber das ist dein Weg, Waage. So, wir haben 32 Quersumme 5 im Hier und Jetzt und wir haben 42 Quersumme 6, die Unerfahrenheit. So, im Hier und Jetzt bist du in der vierten Woche aufgrund des Themas, was dich hier erwarten möchte, was du vorhast, bist du noch unerfahren. Es sind Wege, die du gehen wirst, liebe Waage, die sich in der dritten und in der vierten Woche erschließen, die für dich ein komplett neues Leben darstellen. So, wow, das ist echt spooky Energie hier. Aber es ist der Weg in die Freiheit, sagen sie. Du öffnest Türen und Tore. Hier, da ist er schon. Tada! Ja, dein direkter Neuanfang. Neue Chance, neuer Weg. Entweder tust du das mit einem Gegenüber. Dann haben wir es hier mit einer Kelch-Energie zu tun. König der Kelche kann eine sehr väterliche, fürsorgliche Person sein in Liebe, die gerne auch mal die Führung übernimmt, die für dich sorgt, die dich trägt, die dir den roten Teppich ausrollt. Es kann aber auch sein, dass du in dieser Energie bist und sagst, ich gucke jetzt auf mich, weil ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Wir haben den gehängten Mann. Und wir haben den Ritter der
Schwerter. Du wirst definitiv mit den Energien, die hier liegen. Also, Neuanfang, direkter Anfang, liebevolles Vorangehen, auf dich selbst achten oder dass man auf dich achtet. Du wirst dir das ganz genau anschauen. Ja? Mit dem gehängten Mann, liebe Waage, wirst du gucken, okay, was ist hier Thema? Gefällt mir das so, wie ich das möchte? Der gehängte Mann fordert dich auch auf, aufgrund deiner Unerfahrenheit im Hier und Jetzt zu sein und zu fühlen. Also wieder haben wir das Thema Fühlen auf dem Zettel. Und wenn du für dich dann sagst, okay, es fühlt sich gut an, wirst du, liebe Waage, hier direkt vorangehen. Und das ist dann der Moment, wo du dann dich nicht mehr von abbringen lässt. Da kann kommen, was will, ja? Du bist im Beobachten. Das ist wieder die 2. Also die 2, liebe Waage, ist absolut deine Zahl. Es ist alles im Gleichgewicht, es ist ausgleichend, es möchte angeschaut werden, es möchte betrachtet, gefühlt werden. Es ist genau das, um was es hier geht. So, wir haben auf Umwegen den Neuanfang. Ja, weil du dir natürlich auch die Zeit nimmst, ja, um hier eine Entscheidung zu treffen. Und auch für einige Waagen kann es sein, dass diese Chance, die hier liegt, von einer weiblichen Person kommt. Dann schau bitte, wer das ist, ja, weil die Schlange ist nicht immer ganz ehrlich. Also nimm dir bitte wirklich die Zeit und schaue, wenn du ein Angebot von einer weiblichen Person bekommst, ob es wirklich ernst und ehrlich gemeint ist oder ob diese Person, die Karten waren mir zu viel, oder ob diese Person es nicht ehrlich mit dir meint. Ja? So. Es könnte hier um eine neue Arbeit gehen, auf Umwegen. Es könnte hier aber auch darum gehen, dass du hier jemanden, dass jemand auf dich zukommt, der oder jemand, den du kennenlernst, der ankern möchte mit dir. So was Ähnliches hatten wir in der Wassermann-Energie, gerade in der Wassermann-Legung. Vielleicht ist es auch ein Wassermann, der hier auf dich zukommt. Ich habe auf jeden Fall die Botschaft, schau dir bitte genau an, welchen Weg du hier gehst und was du wirklich möchtest. Achte auf dein Gefühl, sagen sie. Und jetzt gucken wir uns noch an, was der gehängte Mann hier an Informationen mitbringt. Was möchte der gehängte Mann dir mitteilen? Diese Energie, diese Situation. Auf was darfst du schauen? Aus einer anderen Perspektive betrachten. Eine Beziehung. Ja, also Beziehungen kannst du haben in der Liebe, im Beruflichen, im Zwischenmenschlichen. Das heißt, es hat hier was mit ehrlichen Beziehungen zu tun. Deswegen die Schlange. Es hat was mit Stabilität, mit Ankern zu tun. Das bedeutet also auch hier sehe ich ganz klar, dass du bitte schauen möchtest, dass du es mit Menschen zu tun hast, die nicht nur fürsorglich sind oder es mit dir gut meinen, sondern die auch wirklich dir einen Mehrwert bringen. Ne? Also eine Beziehung in welcher Form auch immer darf ein Geben und Nehmen sein. Ja, und das ist wichtig. Also bringt dich diese Person aus dem Gleichgewicht und swipet die dich aus deinem Hier und Jetzt raus, weißt du, okay, das war eine Lektion, die Unerfahrenheit, ja, das war eine Lektion von oben, dass ich ins Erwachen komme, dass ich da nochmal genau reinfühle, ja, und das ist genau das. Du schaust dir also diese Beziehungen, mit wem du es zu tun hast, ganz genau an. Das ist zu viel. So. Ritter der Schwerter. Das direkte Vorangehen. Also du wirst dir wirklich Zeit nehmen. Ja, du wirst mit jemandem gemeinsam diesen Weg bestreiten. Und das kann hier wirklich auf der Ebene der Arbeit sein, weil du musst ja auch irgendwo gucken, dass du wieder Geld verdienst, beziehungsweise dass du deine Einnahmen hast, um weiterhin dein super wundervolles Leben zu leben. Und du bist hier wirklich abwartend. Ja? Da liegst du mit den 2 der Stäbe. Du bist also abwartend, du bist überlegend, du bist betrachtend. Und wir gucken uns jetzt trotz alledem nochmal an, was hier der König der Kelche mitbringt. Und die Beziehung hier, ne? Das ist ja das, um was es geht. Was geht's denn hier? Was brauchst du hier noch für Informationen, liebe Waage? Was haben wir denn hier? Lass uns mal schauen. Die Sicherheit. Ja, und die Sicherheit bekommst du durch eine Arbeit, eine ehrliche Arbeit,
Und das schaust du dir hier definitiv an. Ja? Also wie ist die Beziehung mit dieser Person im Bereich der Arbeit oder aber auch im Bereich des Miteinanders? Wie kann man hier direkt miteinander vorangehen? Das ist das, was du dir hier anschauen wirst. So, was für ein Impuls bekommst du jetzt hier noch vom Hexenorakel? Welche Entscheidung oder welche Richtung der Entscheidung darf Waage hier sich nochmal reinfühlen, anschauen? Überleg nochmal, ja, also nach wie vor, Waage, bitte keine Kurzschlusshandlung machen, sondern überleg wirklich nochmal, aufgrund deiner Unerfahrenheit, lasse dir bitte Zeit und deswegen auch hier die Warteposition, in der du hier bist, ja, lasse dir Zeit für deine Entscheidung. Geh ins Gefühl, wenn es sich ausgleichend anfühlt, dann ist es okay, aber bitte keine Kurzschlusshandlung, ja, das ist ganz, ganz wichtig für dich. So, also, fühlen ist wichtig, etwas beenden, etwas verlassen, eine Situation verlassen, mit dir selber in einer Beziehung sein. Interessant wird die Situation der Familie sein. Familie ist ein ganz großes Thema in der dritten Woche. Und das nach vorne reiten, galoppieren, wegreiten von der Familie kann eine Verlassenssituation auch darstellen. Ja? Dass du deinen eigenen Weg gehen möchtest und auch gehen wirst, liebe Waage. Ja? Also es das heißt nicht im heutigen Zeitalter, du hast keinen Kontakt mehr, sondern du wirst natürlich ganz genau überlegen, wer tut dir gut und wer nicht. Und wenn sie nicht deinen Weg gehen wollen, gehst du den Weg und im World Wide Web kann man sich immer noch connecten. Connecten wollte ich sagen. Connecten, meine Güte, kontakten. Also du wirst den Kontakt aufrechterhalten, aber wie sehr lass dich bitte hier Waage nicht aus der Ruhe bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Du wirst deine Erfahrung machen. Achte darauf, dass du im Fluss bleibst und überleg bitte noch einmal, denke genau drüber nach, ja? So, liebe Waage, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Eine super geniale Legung mit der totalen Veränderung. Ja, eine totale Veränderung auf allen Ebenen wird hier auf dich zukommen können, wenn du es möchtest und hiermit resonierst. In diesem Sinne danke ich dir für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Licht und Liebe, alles, alles Gute und freue mich, wenn ich dich das nächste Mal wieder begrüßen darf. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao.